Niedersachsen kamen rund 15.000 Besucher auf die neue Bult. Und das war der hohe Favorit, Jolly Boy mit Rainer Ulrich. Hochsommerliches Wetter. Und das Rennen begann hochsommerlich. Nämlich hochsommerlich langsam. Some Character aus Irland machte die Pace, aber von Geschwindigkeit konnte hier noch keine Rede sein. Aber bei über 30 Grad waren auch 4.400 Meter zu gehen. Und jetzt erst ein Vorstoß von der Nummer 13 Diorit mit Paul Botschkei. Ihm war es letztlich zu verdanken, dass das Rennen jetzt schneller wurde. Mit der Nummer 4 an zweiter Stelle My Best mit Wolfgang Gülcher. Von dem Favoriten Jolly Boy fast nicht zu sehen. Drittletztes Pferd innenliegend, der Reiter mit dem roten Trikot. In Führung mit dem braunen Trikot. Jetzt bei einem der mächtigen Diagonalhindernisse in der Bahn. Diorit mit Paul Botschkei. Gefolgt von Nuage de Lait aus Frankreich und My Best aus Deutschland. Jetzt wechseln die Pferde vom Linkskurs auf Rechtskurs, nachdem die Diagonale durchschritten wurde. Weit in Front Diorit, aber der Rechtskurs scheint dem Pferd nicht zu behagen. Achten Sie auf den Sprung bei diesem Hindernis. Diorit bricht aus, überschlägt sich, der Reiter fällt runter, aber Ross und Reiter sind gesund geblieben. Sie konnten zwar nicht mehr weitermachen, aber es hat sich keiner verletzt. In Führung jetzt der siebenjährige braune französische Wallach Nuage de Lait mit Patrick Lemaire. Hier außen reitend. Weit aufgefächert das Feld von dem Favoriten Jolly Boy immer noch nicht zu sehen. Und man weiß, er braucht eigentlich ein Rennen von der Spitze. Nuage de Lait hier in Führung. Eines der mächtigsten Hindernisse überhaupt. Der Open Ditch. 1,80 ist die Krone hoch. Nuage de Lait jetzt mit der Nummer 5 in Führung. An zweiter Stelle liegen My Best mit Wolfgang Gülcher. Und innen die Nummer 8 Angreifer mit Dieter Ehlen aus Neuss. Die letzte Runde. Das Tempo mittelschwer, der Boden knochentrocken, nicht besonders günstig für Hindernisrennen. Drei, vier Längen jetzt Distanz zu den folgenden Pferden für Nuage de Lait. Ein Pferd, das in den letzten Prüfungen doch am Ende immer wieder versagt hat. Angreifer jetzt auf Platz 3, My Best. Auf dem zweiten Platz, viele meinen, dies sei jetzt das Rennen für den achtjährigen braunen Waller von Priam aus My Best mit Wolfgang Gülcher. Aber da kommt der Reiter mit dem roten Trikot auf, mit der Nummer 14, Ariporo mit Stefan Wegener, einem jungen Mann und hochtalentiert. Hier findet er bei diesem Hindernis genau die Lücke und stößt nach vorn. Stefan Wegener übernimmt mit Ariporo, dem fünfjährigen dunkelbraunen Wallach aus dem Stall Merkur, der von Adi Wöhler trainiert wird, die Führung. Innenliegend, außen drückt noch einmal Nuage de Lait. Bereits jetzt wird in dritter Stelle liegend My Best aufgefordert. Kann dem Tempo am Anfang nicht mehr folgen. Und da kommt innen mit dem gelben Trikot ein krasser Außenseiter, die Nummer 15 Sachsenhain, ein Halbblüter mit dem Amateur Hans Strompen. Gleich auf lag er jetzt bei diesem Hindernis, zusammen mit Ariporo. Und es sah so aus, als könnte sich das Halbblut durchsetzen, aber da rempelt er noch einmal zurück, der Ariporo. Jetzt kommen sie übers letzte Hindernis. Noch einmal muss der fünfjährige dunkelbraune Wallach Ariporo vom Stall Merkur von Stefan Wegener aufgefordert werden und dann hat er klar das bessere Ende für sich. Er siegt leicht und locker vor Sachsenhain mit Hans Strompen und dritter wird Angreifer mit Dieter Ehlen. Ein überraschender Ausgang, der Favorit Jolly Boy nicht zu sehen. Und das ist der Sieger Ariporo vom Stall Merkur mit Stefan Wegener, der jetzt die Glückwünsche auch von seinem Trainer Adi Wöhler aus Bremen entgegennimmt. Das war's aus Hannover.